Und herzlich willkommen zurück zu Total Chaos. Genau. Surface. Boah, Alter. Also ich muss sagen, ich habe jetzt gerade ein bisschen gemischte Gefühle. Ich finde diese Dame, die wir gerade hatten, keine Ahnung, was die Dame war, die hatte Brüste. Ich schätze mal, das war eine Dame. Ich finde die unglaublich krass. Aber ich hoffe irgendwie trotzdem, dass sie nicht öfters kommt. Weil, ne, die können wir halt nicht bekämpfen. Und wenn die uns halt irgendwo einkesselt, dann müssen wir tierisch drauf aufpassen, dass wir uns von ihr nicht in die Ecke drängen lassen. Vor allen Dingen kriege ich halt Gänsehaut von der. Digga, das ist so unendlich cool, dass wenn man wegguckt und man sie also nicht sieht, dass sie sich dann bewegt. Das ist unendlich geil. Das ist so ein richtiger Creepy-Faktor. Das ist so krass gemacht. Das ist so krass geil einfach. Die Typen gibt's ja auch noch. Egal, auf dich höre ich eh nicht mehr. Du hast gesagt, da draußen gibt's nichts, obwohl es deine Pistole gab's. Arschloch, du hast gelogen. Wichser, ich hasse dich. So, müssen wir mal gucken hier. Ein Zettel. Oh, nein, ein Foto. Okay. Was haben wir gerade aufgesammelt? Ach, schon wieder hier. Rotten Bread. Können wir wegschmeißen, brauchen wir nicht. Das sieht so halt ganz anders. Oh, guck mal, so ist es ein Viereck. Und wenn man es aufgesammelt hat, ist es ein Dreieck. Das macht so voll Sinn. Was bist du? Wodka. Wodka ist immer gut. Also zumindest, wenn man dabei auch diese komischen anderen Dinger hat. Noch mehr Wodka. Ein Stein? Ah ja. Ach nee, noch zwei Steine. Sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen stärkeres Geschoss. So, mit dem machen wir direkt... Achso, wir haben gerade gar keine Tücher. Na gut, dann halt nicht. So, jetzt müssen wir ganz kurz überlegen hier. Oh! F-Taste. Was ist das denn für ein Viech? Alter! Okay, neue Gegner. Definitiv neue Gegner. Na super. Da erwartet uns ja einiges. Medikit, sehr schön. Ah, ne, schon wieder so ein Knife Repair Kit. Also etwas, was wir definitiv nicht brauchen. Gibt es hier noch mehr Gegner? Hallo? Nö, scheint ruhig zu sein. Ja, wie gesagt, Kisten tue ich jetzt nicht mehr öffnen. Brauchen wir einfach nicht mehr. Achso, hier war ich gerade. I've been isolated. Oh, Tabletten und ein Tuch. Sehr schön. Können wir uns ja jetzt direkt mal hier so ein Ding machen. Wir haben 150 Pfund. Dann müssen wir also langsam wieder ein bisschen aufs Gewicht achten. So, hier geht es offensichtlich weiter. Oh! Schöner offener Bereich. Ne? Feier ich sehr. Oh, geile Atmosphäre. So eine offene Bereiche, wenn die gut gemacht sind, sind halt unglaublich cool. Das ist echt nicht schlecht. Und wenn du das sagst, ein Sturm zieht auf. Geile Sache. Jetzt mache ich ja doch wieder Kisten kaputt. Ich kann meinen Drang nicht stoppen. Oh, für Dosen. Okay, wieder leere Flaschen. Sehr gerne. Noch mehr Zigaretten. Noch mehr Flaschen. Oh, und Gegner. Gut, wir haben 5 Flaschen. Ich würde mal sagen, setzen wir die einfach direkt mal ein. Alter, wie viel Stuff hier rumliegt. Holy shit. Also fürs Protokoll, ne, es ist mittlerweile 12:30, also morgens 12:30. 0:25 Uhr. Oh scheiße, da kommen ja direkt mehrere.
Also die Flaschen machen halt echt viel Damage. Aua. Okay, ich hatte gehofft, die Flaschen machen ein bisschen mehr Damage. Tun sie leider nicht. Das ist noch so ein Viech. Scheiße. Gut, da kommt jetzt der Smash Hammer. Das war keine so gute Idee. Erstmal komplett aufladen lassen, bevor ich hier angreife. Alter, das Vieh sieht halt so abartig böse aus. Holy shit. Was stimmt nicht mit den Erfindern, wollte ich gerade sagen. Mit den Erschaffern dieser surrealen Welt. Ist das alles Äpfel? Ja, das sind Äpfel. Schade, ich dachte, das sind alles Steine. Okay, das ist hier wieder vergammeltes Fleisch, aber das ist ein Medikit. Ein Medikit ist gerne gesehen. Genauso wie Sachen, die nichts wiegen. Alter, was für ein geiler Außenbereich. Alles verschlossen, leck mich am Arsch. Ich hasse diesen Außenbereich. Oh, da liegt ja noch mehr. Munition. Das ist nicht schlecht. Schön versteckt hier hinten. Liegt hier noch was? Nö. Man sieht halt auch nichts. Aber es scheint nicht so, dass hier noch was... Yeah, noch mehr Steine. Jetzt haben wir schon 10 Steine. Achso, apropos Steine. Sollte ich sie auch mal auswählen? Ach, noch so komisches Werkzeug. So, da ist... Tür? Okay, hier geht's sogar weiter. Das heißt, wir haben schon mal einen Weg, wo wir weiter können. Hier ist geschlossen, hier können wir nicht weiter. Wir haben gerade nochmal Munition bekommen. Ein Dreier-Clip. Und schon haben wir einen Achter-Clip. Gut, die Frage ist, ob wir den noch weiter bündeln können. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, ob es ein 7er-Magazin, ein 8er-Magazin, also ein 7er-Magazin kann es jetzt nicht mehr sein, weil es ist ja schon mehr als 7. Von daher ist halt die Frage, ob es jetzt ein 8er-Magazin oder ein 9er-Magazin ist. Oder ob die hier einfach auf die Realität scheißen und es ein ganz anderes Magazin ist, weil es mit 20 Schuss oder mit 50 Schuss einfach so eine MP9. Wo war ich jetzt eigentlich? Genau, da hinten war ich schon. Hier war ich schon. Alter, hier gibt es so viele Wege. Was? Oh, da blitzt es aber ganz schön. Gut, hier geht es noch runter. Wow. Oh! Ein paar Steine kann ich haben. Ein paar Steine, die sind schön. Ich stack Steine in meinen Magen. Und die fühlt sich daran wohl. Was? Hier geht's auch dann auch rein. Mann, also so viele Wege. Das ist ein little bit deprimierend. So, da gibt es auf jeden Fall irgendwo. Oh. Ach so, ein Energy Drink. Den kann ich direkt wieder wegwerfen. Oder habe ich die aufgehoben? Nee, die habe ich immer bisher immer weggeworfen, oder? Warum eigentlich? Die tun noch gut. Wieso habe ich die weggeworfen? Egal, her damit. So, mal gucken, wo der Weg hochführt. Bisher haben wir also schon mal 3 Orte, wo wir weiter können. Plus ein Ort, von wo wir kamen. Alter, noch mehr Steine. Oh, klar. Und schon transportieren wir zu viel. Oh Gott. Ja, wir haben definitiv zu viele Steine. Das heißt, die 3 lasse ich tatsächlich einfach mal hier liegen. Wir haben 13 Steine. Holy shit. Die benutze ich mal ganz kurz. Wir haben Wodka. Vielleicht sollten wir wieder manche Sachen ablegen. Ist die Schrotflinte geladen? Ja, ist geladen. 4 Schuss, mehr nimmt der leider nicht.
Gut, wisst ihr was? Wir machen mal anders. Wir scheinen hier öfter vorbeizukommen. Das heißt, wir werden uns mal hier einfach so eine Stelle suchen, zum Beispiel direkt hier mitten im Weg. Beziehungsweise hier mitten im Weg. Dann nehmen wir mal die Sachen hier mit. Packen die hier irgendwo hin. Hier stören sie keinen. Da scheißen wir sie mal kurz wieder aus. So. Und hier mitten in den Weg packen wir mal unsere Sachen, die wir hier lagern. Du zum Beispiel 8 Pfund weg. Du zum Beispiel 18 Pfund weg. Kleber brauchen wir derzeit auch nicht. Genauso wie die beiden Holzstöcker brauchen wir derzeit nicht. Unsere Waffe sieht noch relativ gut aus und scheint auch noch relativ lange zu halten. Den Clip will ich jetzt noch nicht verwenden, weil ich weiß nicht, ob wir die noch weiter kombinieren können. Und ich weiß auch nicht, ob wir eine Waffe anladen können. Also, wie das Magazin wieder rausnehmen können. Weil ich habe kein Shortcut dafür gefunden. So, Wodka lassen wir jetzt mal da. Sobald wir ein Tuch finden, ist es ja weg. Gut, dann haben wir wieder 30 Kilo, nee, 50 Pfund wieder frei. Sollte erstmal reichen. Sehr schön gemacht, Ronny. Hast du sehr fein gemacht. Ich muss doch ganz kurz was trinken hier. So. Noch eine Spritze, klaro. Oh, ein paar Tabletten. Die nehme ich tatsächlich sehr gerne. Hier sind die Ziegelsteine. Die nehme ich tatsächlich mal mit und packe die auch mit unten hin. Weil eine Ziegelsteine, die machen halt relativ viel Damage. Von daher würde ich die tatsächlich ungern einfach rumliegen lassen. So wie letztens unseren schönen Holzkleber. Die wir dann erstmal suchen durften. Weil den irgendein Volldepp irgendwo hingeschmissen hat. Aha, und schon können wir uns mit Alkohol ein paar Bandagen machen. Sehr schön. Hallo? Danke. Ganz schön dunkel. What the fuck? Okay. Wenn du das sagst. Natürlich versperrt. Oh nein, ein Safe Game. Das heißt, ich werde drinnen nicht glücklich. Oh, gut rein. Da blinkt was. Das heißt, man muss da irgendwie reinkommen. Aber ich sehe keinen Eingang. Aber wer weiß. Sollte vielleicht auch mal ein bisschen aufpassen. Denn wir haben ja wieder gerade ein Safe Game bekommen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier Besuch auch bekommen. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Sieht komisch aus. Oh, Alter. Northside Main. Ja doch, Main Access. Fürs Protokoll, das war nicht mein Magen. Da kommt irgendwas. Also zumindest höre ich irgendwas. Oh. Hier sind sogar Türen versteckt, Alter. Ernsthaft? Oh, leck du am Arsch. Stopp doch mal! Alter! Wie viel schlucken die? Ja, diese. Das ist schon wieder ein Stein durchgegangen, einfach.
Ich hasse das, wie die Pest, wenn ich da einfach durchgehe. Oh nee, nicht noch mehr. Gut, das heißt, an den Steiner komme ich erstmal nicht ran. Aber gut, wir haben noch 12 Steine. Sollte doch nicht reichen. Außer da sind auch wieder zwei. Ja. Aber gut, wir können die einzeln anlocken. Alter. Die fliegen einfach alle durch. Alter, sind gerade drei Steine einfach durchgeflogen. It's getting worse. Und wir bluten. Mit den noch einer? Mit den Steinen rumzuwerfen macht irgendwie total Spaß. Alter, ich höre was, aber ich sehe halt nicht. Oh Gott, Alter. Gut, wisst ihr was? Wir haben ja diese komischen Dinger hier. Was? Nein, sollst du benutzen. Okay. Oh Gott. Oh, Alter. Schalter geklickt. Und die kommt direkt. Alter, ich. Oh, die fliegen schon wieder alle durch. Alter, ich fick dieses Game. Oh. Das ist so deprimierend. Ich meine, zum Glück kann man überladen. Es ist technisch gesehen also kein Problem. Aber eben, man muss halt immer wieder laden, weil die Steine einfach durchfliegen. So, erstmal das eine Viech anlocken. Für ein Viech sollten die Steine ausreichen. Oder? Jetzt treffen alle. Warum nicht gleich so? Das ist so komisch einfach. So, eine ist hier noch. Ja, jetzt fliegt schon wieder welche durch. Wie viele sind denn hier eigentlich jetzt noch? Natürlich verschlossen. Alter, es sieht hier halt so super creepy aus. Licht. Ist hier wieder irgendwas? Nee, ne? Okay, hier ist eine Tür. Na gut, hat sich ja echt voll gelohnt. Achso, das heißt, vielleicht, warte mal kurz. Vielleicht geht die Tür mit dem Schalter hier auf. North Side Main Access. Oh Gott. Das sieht hier halt so übel aus. Und ich schwöre, es kommt garantiert gleich was. Ja. Es wird gleich sowas fort hart kommen. Ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Alter. Wie der einfach dasteht und nichts tut, dieser Hurensohn. Na komm her. Was? Okay, jetzt mal geklärt. Oh Gott, ich sehe schon wieder nichts. Geht's hier noch weiter? Nein. Offensichtlich nicht. Die Frage ist, wenn ich jetzt speichere, kommen wir überhaupt wieder zurück? Oh, Alter, diese Viecher hier. Ich höre doch was. Oh Gott, Alter, wir werden so hart sterben.
Wir werden so scheiße hart sterben hier. Unser Leben ist einfach vorbei. Was ist das denn hier? Wodka oder dreckiges Wasser? Ist Wasser. Da ist was. Achso, nicht so eine Axt. Okay, zwei Fischer ist kein Problem. Hoffe ich. Außer irgendein Treffer wird wieder nicht gewertet. So wie jetzt gerade zum Beispiel. Danke dafür. Weißt du, ich stehe halt direkt vor dem und der Treffer zählt halt einfach nicht. Du wirst mich doch verarschen. Geht doch. Müssen wir da durch? Garantiert. Nee, ich will die Dinger mal nicht aufnehmen, weil da haben wir halt nur zwei von. Ich lasse die erstmal hier liegen. Hoffentlich kommen wir später nochmal dran vorbei. Wenn nicht, weiß ich ja trotzdem, wo die liegen. Hier ist auch versperrt. Oh Gott. Was ist das? Tschüss! War schön, dich bekannt zu haben. Wobei, das Ding hier auf Anschlag zu haben, ist eine dumme Idee. Ich sollte mal lieber die Steine auf Anschlag haben, also die F-Taste. Ah, wieder so eine Spinne. Wie langsam das Zeug fliegt, ey. Oh Gott, mehrere. Hä? Aber die können ja nicht weiter. Moment, weil ist doch hier. Hä? Von hier kommen wir doch, oder? Nee. Nee, ist nicht das, wo wir kommen. Das heißt, wir sind gerade irgendwo. Keiner weiß, wo genau. North Main Access. Alter, ich blicke gerade absolut immer durch. Wo zur Hölle sind wir denn jetzt hier gerade? Doch, das war hier. Doch, von hier kommen wir. Ist das nicht das Ding, wo wir hier. Doch, genau. Da sind wir reingegangen. Von hier kommen wir doch. Die Frage ist. Wo ist der Haupteingang? Nein, hier auch nicht. Ist das der Bereich da? Heißt das, die Spinnen blockieren jetzt gerade unseren Ausgang? Sehe ich das jetzt richtig? Oh fuck. Die Spinnen blockieren einfach unseren Ausgang. Das gibt's doch ja nicht. Wir kommen nie an den Fischern vorbei. Könnt ihr vergessen. Wir kommen da nie dran vorbei. Wir müssen also definitiv einen anderen Weg suchen. Oh! Können die hier hochschießen? Offensichtlich nicht. So, ich will gerne erstmal gucken, was hier ist. Okay, hier ist gar nichts. Okay. Okay, ja, hier ist 1:1 ein Gang. So, wo ging es hier weiter? Ich weiß nicht, wo ich zuletzt gespeichert habe. Was zur Hölle ist geschehen? Okay, hier haben wir es jetzt gespeichert. Gut. Gucken, ob die Spinnen jetzt schon da sind oder ob die tatsächlich. Nee, noch sind hier keine Spinnen. Okay, das heißt, noch kommen wir wahrscheinlich zurück. Nein. Hier lang.
Hoffentlich kommen wir noch zurück. Weil der Bereich ist mir tatsächlich noch ein bisschen zu... Ich weiß halt nicht, was wir machen müssen. Von daher, tschüss. Wir machen erstmal einen anderen Bereich. Weil ganz ehrlich, ich traue mich da halt einfach nicht lang. Weil ihr habt ja gesehen, was passiert ist, ne? Sobald wir uns einmal treffen, sind wir direkt komplett tot. Wir können da also erstmal nichts ausrichten. Von daher würde ich tatsächlich mal versuchen, hier zu dieser Blinkparty. Hier, wo es so schön blinkt. So, jetzt erstmal gucken, wie lang die Folge überhaupt schon ist. Garantiert schon wieder viel zu lang. 1,3 GB, nee. Da wird definitiv noch Zeit. Ja. Na gut, 25 Minuten allerdings. Na gut. Ein bisschen mache ich auf jeden Fall noch bei der Folge jetzt hier. Die Frage ist, hier blinkt es so komisch. Sollen das Kugelblitze darstellen oder was? Alter, wo schießt der denn bitte hin? Ja, ist eine Kugelblitze. Lol, wir kriegen rot, aber wir kriegen keinen Schaden. Oh, ist bloß ein Secret. Explosiver, oder? Ah gut, die beiden können wir hier lassen. Wow, okay. Also hier geht es nicht allzu viel. Das sah mir gerade aus wie so ein Stab. Hier eine, so ein Explosionsstab halt. Wo ist das hier? Da oben. Genau, Small Explosive. Sehr nice. Ansonsten noch ein Scientific Medikit. Die Steine kommen bitte wieder nach da oben. Und wir haben Hunger. So. Das Medikit, das blaue, kam eigentlich hier mit zu den anderen Sachen. So ungefähr. Also siehst du, wir hätten doch die anderen Steine mit, also hier die anderen Ziegelsteine mit rausholen können. Egal. So, das Ding kann auf jeden Fall weg. Wisst ihr was? Wir räumen hier ganz kurz auf. Also das Ding kommt alles weg. Du kommst nach da. Mein Werkzeug kommt auf die 1. Die Schrotflinte kommt hier hin. Da kommt denn die Pistole hin. Und hier lassen wir diese Bandagen. So, und ganz ehrlich, ich lasse einfach mal nach. So, jetzt haben wir 8 Schuss. Und dann werden wir später sehen, ob wir dann noch weiter nachladen können, wenn wir weitere Munition haben. Speichern. So. Die schmeiße ich einfach mal hier weg. So. Und dann versuchen wir es einfach nochmal. Falsche Waffe. Weil wenigstens die Spinnen hätte schon gerne weg. Weißt du was? Ich nehme mal direkt die Ziegel mit. Wie viel Platz haben wir noch? Boah, wir haben 30 Pfund. Gut, dann nehme ich die Steine doch mal mit. Da komme ich jetzt leider nicht mehr ran. Doch, komme ich ran. Sehr schön. Wir werden halt so hart sterben. Wir werden so endlos hart sterben. Hier? Ja, okay. Warum bin ich schon wieder hier drin? Ich will hier nicht rein. So. Das sollte für die Spinnen hoffentlich erstmal ein schöner, ne? Damit wir schon mal ein bisschen Grundschaden bekommen und mit den kleinen Steinen nur noch ein bisschen nachdrücken müssen quasi. Das ist nämlich meine Idee. Weil ansonsten haben wir nämlich mit den Ziegelsteinen echte Probleme. Hä?
verstehe. Okay, die Spinnen waren nicht, weil wir hier lang gegangen sind, sondern weil wir da in eine Tür reingegangen sind. Hier die Tür, die hat das Event ausgelöst, dass die Spinnen kamen. So, das heißt, jetzt müssten die Spinnen da sein. Sehe ich das richtig? Ja. Och, ich habe natürlich direkt daneben geworfen, Alter. Also nicht daneben, sondern viel zu nah. So viel Schaden haben wir jetzt leider nicht gemacht. Ich hoffe mal, das passt überhaupt mit den Steinen. Weil es sind halt mindestens 4 Spinnen. Das wird doch nie im Leben was. Weil die Steine fallen ja auch noch runter. Da rein. Wenn ich Pech habe. Ich treffe kein bisschen. So wird das nichts. Das heißt, ich muss die Spinnen erstmal komplett anlocken und darf erst dann anfangen, Sachen zu werfen. Ich wünschte, ich hätte mehr Sachen, die ich werfen kann. So, erstmal alle schön anlocken hier. Damit die alle hier rumrennen. War es gut jetzt zu speichern? Scheiße. Okay, die erste ist tot. Klappt also schon mal wesentlich besser. Klappt ja viel besser. Schönes Ding. Na gut, der letzte war jetzt verkackt, weil die weggelaufen ist. Ach, Mist. Habe ich noch leere Glasflaschen irgendwie dabei? Nee. Nicht wegrennen, schon hier bleiben. Scheiße. Na gut, muss ich mit leben. Ich wechsle mal auf die andere Steine, die sollten jetzt reichen. Ich hoffe halt nur, dass unten keine Steine reinfallen, weil ich weiß nicht, ob ich die auch wieder rausbekommen würde. Ha! Na, mittlerweile kriege ich Strafing hin. Och. Alter. Wie die Hälfte schon wieder einfach durchfliegt, ey. Oh, ich habe keine Steine mehr. Ist einfach jetzt glatt die Hälfte durchgeflogen. Warum funktioniert das nicht so gut? Oh! Das hat jetzt funktioniert. Gut, ist jetzt hier noch was? Hier war ich schon drinnen. Okay, also außer dass die Spinnen kamen, hat sich überhaupt nichts geändert. Momentchen mal. Jetzt sagt mir aber nicht, dass das ein Event ist, was jetzt einfach immer wieder kommt und deswegen. Warte. Was liegt hier eigentlich rum? Ach, Salami. Oh. Okay, können wir später mal lesen. Das gefällt mir gar nicht, by the way. Sind jetzt da schon wieder Spinnen? Das wäre nämlich eine absolute Katastrophe. Okay, nein. Ich dachte schon. So, dann essen wir mal was. Haben wir ja gerade eine schöne Salami gefunden. Hallo? Essen. Danke. Ja gut, dann können wir also hier echt nicht weitermachen. Dann würde ich mal sagen, suchen wir uns doch erstmal einen anderen Raum. Also in der nächsten Folge natürlich. Von daher, bis dann.